Hallo, heute war Eugen Drewermann in St. Gallen zu Gast. Wir haben hier eine Veranstaltung mit 4 Vorträgen zu Krieg und Frieden. Er kam kurz vor der Veranstaltung, morgen früh muss er bereits wieder zurück. Fast 10 Stunden Zugfahrt. Und er hat mir noch erlaubt, mit ihm jetzt spät in der Nacht ein kleines Interview zu machen, nicht über Krieg und Frieden, sondern über theologische Fragen. In Ihrer theologischen Sicht spielt die Tiefenpsychologie eine wichtige Rolle. Das ist C.G. Jung vor allem oder auch Sigmund Freud. Wie kamen Sie darauf, dass das für die Theologie so wichtig sein könnte? Ich habe Theologie studiert, um Menschen zu helfen. Meine Alternative war Albert Schweitzer und Arzt und Theologe. Aber dann war deutlich, dass die Menschen noch viel mehr an ihren seelischen Leiden zu tragen haben als an den körperlichen. Dafür gibt es genügend Spezialisten. Und die gesamte Botschaft Jesu habe ich so verstanden, dass er die Welt betrachtet aus der Perspektive der am meisten Leidenden, der am Boden liegenden, der Hilfsbedürftigen, der Ausgegrenzten. Und wenn man die so versteht, dass man sie zurückgewinnt zu sich selber und in die Hände Gottes. Das habe ich als Auftrag verstanden. Und dann musste ich merken, dass ich ohne Tiefenpsychologie mein Anliegen gar nicht verwirklichen kann. Ich habe 6 Jahre lang Theologie studiert. Ich habe mich aufgehalten in Existenzphilosophie, in Dichtung, in deutschem Idealismus, in allem möglichen. Dogmengeschichte natürlich. Aber das erste Erlebnis war, dass ich die Note von Menschen, die sich an mich wandten, außerstande war zu begreifen. Das war wirklich so. Meine erste Stelle als Vikar in Bad Driburg, ein Kurort, hatte ich abgeschlossen mit dem Hochamt, als im Kurbetrieb im Park jemand hinter mir herkam und sagte, Sie haben so schön gepredigt, ich glaube, Sie können mich verstehen. Wir saßen auf der Parkbank und er erzählte, ich weiß nicht, was mit mir geschieht. Ich bin seit 4 Tagen hier im Kurort und ich habe, was man nennt, einen Kurschatten. Ich habe 20 Jahre lang treu zu meiner Frau gestanden. Ich begreife mich selber nicht. Jetzt hätte ich als ordentlich gebildeter Theologe mit moraltheologischem Anspruch sagen müssen, Sie sollten diese Frau als nächste Verführung zur Gelegenheit der Sünde meiden. Sie dürfen die nicht wiedersehen. Der Mann aber weinte. Er verstand sich selber nicht. Ich ihn auch nicht. Ich habe mich damals herausgeredet mit der Geschichte von Raphael, der einen jungen Mann dahin begleitet, dass er eine Frau, die von einem bösen Dämon besessen ist, zu heilen vermag. Das war nichts als eine Ausrede. Ich wusste, ich muss mich kümmern um die 6 Siebtel im Unbewussten der Psyche. Wenn ich die nicht verstehe, kann ich keine vernünftige Seelsorge betreiben. Schon gar nicht in einem Kurort, wo die Menschen sind, weil sie seelisch leiden. Und dann kam die Psychoanalyse vor allem Freud. C.G. Jung kam relativ später. Aha, aha. Und ich glaube, Freud hat recht, dass eine Religion, die die infantilen Ängste in Bezug auf den patriarchalen Vater und den Moralismus der Heteronomie, der äußeren gesellschaftlichen Einflussnahme vortreibt und in den Himmel hebt, mehr Schaden anrichtet und Neurosen züchtet, als Menschen zu befreien. Freud konnte am Ende der Menschheit eine bessere Zukunft wünschen, als er sie in der Religion im KK Wien seiner Tage verkörpert fand. Aber Freud kritisierte, kann ich nur sagen, hat er recht. Man muss im Sinne Jesu die Menschen befreien von ihren Ängsten, von ihren Abhängigkeiten, von ihren Eltern, von der Autorität des Staates, von der gesamten Außenlenkung. Man muss sie dahin bringen, dass sie eine Güte lernen, die sich im personalen Bezug situativ von Mensch zu Mensch ereignet und über Gesetze hinwegnimmt. Kann man einem Auserziehen helfen? Das darf man nicht laut Gesetz, das ist ganz schlimm. Das ist eine Verbreiterung der Gefahren. Jesus geht hin zu einem Auserziehen und legt ihm die Hände auf und sieht darin die einzige Art, die Hautkrankheit zu heilen. So macht Jesus das. Er lädt Zöllner ein, er bricht jedes Gesetz, er heilt am Sabbat, was man auch nicht darf. Er macht lauter Dinge, die menschlich sind und vor Gott also stimmen. Und das muss man lernen.
Freud hat in diesem Sinne eine Menge Gesetze gebrochen, um die Menschen zu befreien. Völlig Unrecht hat er darin, die Religion nur für einen Ersatzmoment von Ängsten und Verdrängungen zu erklären. Da hat Carl Gustav Jung richtiger gesehen, das Unbewusste ist nicht nur das Sammelbecken persönlicher Verdrängungen, es ist viel älter. Es ist die Sprache, die in den Träumen auftaucht, die im Unbewussten selber liegt, in welcher die Sehnsüchte liegen, die allen Menschen zugehören. Und darauf, mit den Symbolen des Unbewussten, antwortet die Sprache aller Religionen. Und die muss man verstehen, um Menschen zu heilen und mit sich identisch zu machen. Da ist Freud ergänzungsbedürftig. Jawohl. Und er hat zu Unrecht kritisiert, wenn man den Schweizern die Psychoanalyse schenkt, machen sie eine Religion daraus. So einfach, Sigmund, ist das nicht. Aha. Und die Bibel bietet solche Bilder, die therapeutisch heilsam wirken. Jesus hat Wunder gewirkt, indem er Kranke heilt. Er hat die Jünger ausgeschickt, 6. Kapitel bei Markus, sie sollen in die Dörfer Galiläas gehen, die Kranke heilen und dann sagen den Menschen, wie nah Gott mit seinem Reich den Menschen ist. Das ist der Auftrag. Eine Kirche, die das nicht begreift und kann oder verweigert, darf sich nicht auf Jesus berufen. Ja, diese Bilder, die in allen Religionen vorkommen und bei C.G. Jung dann irgendwie auch Archetypen genannt werden, also Urbilder, die sich gebildet haben im Verlauf der Evolution, oder sind Archetypen irgendwie ewige Urbilder wie platonische Entitäten, oder ist das, da geht es jetzt schon ein bisschen in die Richtung auch mit der nicht Naturwissenschaft. Ganz so, nicht oder? Ganz so einfach. Bei Platon sind die Ideen, die Art, wie die Seele vor ihrer Geburt, Präexistenz, die Wesenheiten geschaut hat, und will dahin zurück. Sie hat eigentlich hier nur ein Intermezzo auf Erden aufzuführen, dass sie selber kaum versteht. Das ist natürlich im evolutiven Denken bei Carl Gustav Jung gründlich anders. Die Archetypen sind nicht vom Himmel gefallen, sondern sie haben ihre eigene Entwicklung. Das könnte auch mit freudianischen Ansätzen sich gut zusammenfügen. Sander Ferenczi, ein bedeutender Schüler, ein Ungar im Kreise der Freudianer, hat zum Beispiel ein Symbol, das dem Christentum essentiell und zentral ist, die Taufe, versucht zu interpretieren. Wiedergeburt aus Wasser. Ich schreibe gerade ein Büchlein zur Interpretation des Grimmschen Märchens, das Wasser des Lebens. Das ist schon im Titel, das, was das Christentum mit Taufe meint. Ein Neuanfang. Johannes 3 fragt Nikodemus, Jesus, kann denn ein Mensch nochmal zur Welt kommen? Ist das nicht unmöglich? Und Jesus sagt, das muss er. Sonst wird er Gott nicht begreifen. Er muss ganz von vorne anfangen, im Geist. Das ist wie eine Neugeburt. Und haben die Psychoanalytiker, Sander Ferenczi, daraus gemacht, dass es anders gar nicht sein kann. Das Leben selber ist im Meer groß geworden, mühsam aufs Land gegangen. Genau der Prozess wiederholt sich schon bei den Echsen, aber ganz sicher bei den Wirbeltieren später auf der Stufe der Säugetiere. Jede Geburt ist der Vorgang aus dem Wasser des Mutterschoßes ans Festland, wenn man so will. Das sind Prozesse seit dem Kambrium, 500 Millionen Jahre alt. Und natürlich prägt das die Seele. Das ist ein Urbild, ganz buchstäblich. Ein Symbol, das man gebraucht, um sich zu vergewissern in einer Welt, die man sonst kaum deuten könnte. Das kann ich noch ausdehnen. In der Geschichte der Tiere sind eine ganze Menge von Momenten der Angstbeantwortung gespeichert worden. Im Dunkeln kann man sich sicherer fühlen als am hellen Tage, wenn man dem Beutegreifer sichtbar ausgesetzt ist. Man kann in der Höhle verkriechen und hat dann einen Unterschlupf. Man hat Schutz vor Kälte. Auch das sind Symbole, die zu tun haben mit Mutterschoß, Geborgenheit, Sicherheit, Vertrauen. All die Momente, die in der Evolution einmal Sicherheit versprachen, sind in der Religion ausgedehnt worden zu Symbolen ins Unendliche. Aus endlichen Sicherungsmomenten in Raum und Zeit ist geworden ein Symbol, um eine Angst zu beruhigen, die durch das Bewusstsein des Menschen selber unendlich geworden ist. Und man verendlicht, unendlicht die Momente, in denen Tiere sich mal Sicherheit fühlen konnten,
indem man sie als Symbol in Richtung auf den Himmel, auf Gott deutet. Und dann hat man die Höhle und man hat die Kirche. Das ist genau das. Eine Höhle, die man aufsucht und deren Dunkel angefüllt ist mit Bildern. Und die Schoßgeborgenheit wieder vermittelt. Und hat am Eingang im Taufbrunnen genau dieses Bild der Wiedergeburt. Und hat die Sterne sogar im Umlauf mit den 12 Apostelleuchtern oder den 12 Tierkreiszeichen. Es ist die ganze Welt in einer Höhle. Diese Bilder sind uralt. Oder der Baum ist ein solches Symbol. Jedes Säugetier, jeder Säugling lernt kennen, dass der Körper seiner Mutter wie ein Baum ist, an dem man sich festhält, an dem man hochklettert. Es ist für die Tiere vor mindestens 50 Millionen Jahren ein Anfang gewesen, als Tupaiden, eichhörnchenähnliche Vorläufer der Primaten später, gelernt haben, die Fluchtroute in die Vertikale zu nehmen, auf die Bäume. Die Primaten haben Schutz zum Beispiel vor Schlangen, vor auf der Erde anschleichenden Raubtieren in die Vertikale auf den Bäumen gesucht. Und deshalb sind Bäume ein Sicherheitssymbol, verbunden mit dem Körper der Mutter, mit dem Schutz ihrer Arme. Und siehe da, wir haben im Altarraum ein Kreuz stehen. Genau das Bild der Verbindung der Achse zwischen Himmel und Erde. Ich könnte jetzt dranbleiben. Und die Menschen bekommen diese Bilder mit durch die Erziehung, durch Schule, durch Erziehung, durch Eltern, oder die sind ihnen irgendwie schon eingeboren. Und wie sind sie eingeboren? Wie werden sie wach? Durch das Erbgedächtnis der Entstehung unseres Säugetiergehirns. Seit 200 Millionen Jahren entwickelt sich unser Gehirn im limbischen System mit all den Gefühlen, die wir von den Säugetieren aufgenommen haben. Und das haben. Wird über das Erbgut weiter tradiert, weitergegeben. Ja, die Bilder liegen als Erfahrung in der Reihe unserer eigenen Entstehung, psychisch. Psychisch? Ja. Also nicht physisch? Na, physisch nicht, psychisch. Ja. Also dann hat der Nehmen wir es ganz simpel, ein Kind kommt zur Welt, ja? Kennt seine Mutter nicht, aber es hat ein festes Bild von dem, was es erwartet. Es braucht ein Gegenüber, in dem es geborgen ist, in dem es Nahrung findet, Wärme findet, Schutz findet, wo es nur rufen muss und es hat jemanden an der Seite, der alles weiß, was es braucht, obwohl es nicht mal sprechen kann. Das alles bringt ein Kind mit und das nennt man den Mutterarchetyp. Er ist bei jedem Menschen derselbe. Und dahinter steckt jetzt die Erwartung einer Geborgenheit, die wir unter Menschen austauschen, im Wissen, dass sie nie erfüllbar ist. Das hat Carl Gustav Jung einmal sehr schön gemeint. Bei Freud ist zentral der Glaube an den Ödipus-Komplex. Jeder Junge möchte seine Mutter als Liebespartner in Eifersucht zum Vater, dem sie schon gehört. Carl Gustav Jung meint, das ist nicht nur der Ödipus-Komplex, es ist viel mehr. Mit der Mutter sehnt sich ein Mensch nach dem, was über jede einzelne Mutter hinausgeht. Die kann noch so lieb sein, sie hat ihre Grenzen. Sie kann nicht alles, weiß nicht alles, hat mit ihren Nerven manchmal keine Geduld mehr. Mit anderen Worten, im Bild der Mutter ist unendlich viel mehr angelegt, als in der persönlich-individuellen Mutter angetroffen werden kann. Und das wird immer weiter weggeschoben. Die Mutter ist keine Göttin. Trotzdem, wenn man eine Frau lieb hat, wird man alles wiederholen. Diese Frau ist dann die Göttin, sie ist der Ersatz der Mutter. Sie ist ein Engel auf Erden, eine Fee im Walde, was immer sie wollen. Bis dass man merkt, auch diese Frau ist nur ein Mensch in begrenzten Zuständen. Man schiebt also das Bild, das man mitbringt, im Erfahrungsraum immer weiter von der jeweiligen Person des Kontaktes hinauf in eine größere Bedeutung, bis dass wir bei Gott ankommen. Das Ganze ist sehr konkret. Freud schreibt einmal in dem Aufsatz über die endliche und unendliche Analyse, dass Leute, denen man gerade beigebracht hat, was ein Ödipus-Komplex ist, dass sie endlich aufhören sollen, für ihre Mutter nach Ersatzfiguren unter Frauen zu suchen, dennoch nicht davon loskommen. Sie bleiben, was sie sind, es ist scheinbar nicht behandelbar. In solchen Fällen empfiehlt er die Dichterlogik eigentlich ein Ende, gewalttätig, der Analyse, sie wird beendet. Knödellogik,
die man anwendet, um eine Behandlung, die nicht mehr weiter vorankommt, sein zu lassen. Sege Jung meint, das ist eine Ausrede, die Freud benutzt, denn er begreift nicht, dass das, was er als Ödipus-Komplex beseitigen möchte, in der Sinnhaftigkeit der Symbolsprache überhaupt nicht zu beseitigen ist. Die Menschen suchen ihr Leben lang nach einem Gegenüber, das mütterliche Züge hat, väterliche Züge hat, eine Geborgenheit verspricht, die absolut gilt, die kein Mensch halten kann, auch kein Therapeut. Die Therapie könnte damit enden, dass man die Sehnsucht eines Patienten aus der Krankheit erlöst, indem man ihn verweist ins unendliche Gottes. Die Religion wäre die Heilung auf das, was bei Freud eine unheilbare Neurose ist. Und der Gott ist dann auch ein Symbol, ein Bild, ein seelisches Archetyp. Wenn wir ihn Vater nennen, ist er ein Symbol für alle Sehnsucht, die wir haben. Ja. Und so hat Jesus uns zu beten gelehrt, lieber Vater, und hinzugefügt, der du bist im Himmel. Wir verwechseln dich auf keinen Fall mit einem irdischen Vater. Ja, ja, ja. Und er sagt im 23. Kapitel bei Matthäus, lasst ihr euch bloß nicht Vater nennen. Bildet euch nicht ein, ihr hättet in meinem Namen womöglich noch was zu sagen, um über Menschen den alten Patriarchalismus zu erneuern und Kirchen intern zu verstärken. Ein einziger ist euer Vater, der im Himmel ist, will sagen, ihr alle seid Söhne, Töchter und Kinder, ja, Geschwister, unter den Augen des Vaters, der im Himmel ist. Ja. Und wisst ihr, dass der Begriff Geist bei Johannes, ihr sollt im Geist anbeten, oder Gott ist Geist, also wie verhält sich dieses Bild Gott als Geist? Ja, es gibt auch noch Gott als Liebe, Gott ist Liebe, und als Vater. Das sind verschiedene Bildfunktionen, oder? Aus der Erfahrung. Im Johannesevangelium steht schon im Prolog, im ersten Kapitel, ist dann ein außerordentlich wichtiger und schöner Satz. Es heißt da, in Vers 14, denn das Gesetz kam durch Moses. Ja, ja. Aber die Wahrheit Gottes, das heißt die Unverborgenheit Gottes, die Aletheia, die Gnade, ja, kam durch Jesus Christus. Wer das begreift, hat in sich aufgenommen den Geist Jesu, nimmt ihn auf als das Wort, das Gott durch Jesus entscheidend an uns gerichtet hat. Was dann der Geist heißt, ist bedeutend bei Johannes mit der Wiedergeburt einer völlig neuen Daseinsform, sich selber zu verstehen. Nebenbei bei den Synoptikern hat Lukas das mal übertragen. Jesus verspricht da den Jüngern, bittet Gott um was ihr wollt, er wird es euch in meinem Namen geben. Das ist ein Versprechen, das natürlich sehr enttäuschbar ist, an dem man Gott verleiden kann, weil viele Not kaum erhöht wird. Lukas ahnt das, dass das wörtlich genommen Missweisungen erzeugen könnte. Und er gibt das deshalb wieder, indem er euch seinen Geist schenkt. Die Interpretation des Lukas lautet, Gott erfüllt euch nicht all das, worum ihr ihn bittet, aber er schenkt euch seine Art, wie Jesus zu denken. Und das ist die Erfüllung alles dessen, worum ihr jemals bitten könntet. Es macht euch frei, es macht euch weise, es macht euch gütig. Es macht euch menschlich. Und die Wünsche, die ihr sonst noch habt, erledigen sich dann scheinbar von alleine. Indem er euch seinen Geist schenkt. Jetzt mache ich das mal konkret. Im 22. Kapitel des Lukas erzählt der Evangelist, wie Jesus sich vorbereitet auf seinen Tod im Garten von Gethsemane. Da bittet er leidenschaftlich, gepeinigt von Angst, gezeichnet von Schweiß, der zu Blut gerinnt. Gott möge den Kelch, den er vor sich sieht, an ihm vorübergehen lassen. Er ahnt, was ihm bevorsteht. Und fügt noch hinzu, aber dein Wille geschehe, nicht der meine. Und dann berichtet Lukas in der Legende, wie Gott die Bitte seines Sohnes selbst erfüllt. Er nimmt ihm nicht den Kelch des Leides. Er schickt ihm einen Engel mit einem Kelch, der ihn stärkt, durch all das, was ihm bevorsteht, hindurchzugehen. Das ist die Art, wie Gott unsere Bitten erfüllt. Er spart uns gar nichts, aber er steht uns bei, uns durchzuhalten.
weil es Sinn macht, weil es in Gottes Namen geschieht, weil das, was Jesus leiden muss, für uns Menschen notwendig ist, weil eine ganze Welt des Wahnsinns aus ihren Ängsten befreit werden muss, von jemandem, der für den Frieden, für die Güte, für die Menschlichkeit so steht, dass es die Grenzen, die Tabus, die Einschnürung, die Gesetzesverurteilung sprengt. Die Opferung des Sohnes bei Abraham, ein sehr schwieriger Text, die Opferung, dass Gott seinen Sohn in Tod gibt, damit wir Leben haben, das ist für die viele Menschen heute einfach absurd, nicht vorstellbar. Es ist absolut absurd. Genesis 22 wird von den Theologen meist so ausgelegt, dass es den Baalskult, den Kanaan, das Kindesopfer bei den Phöniziern zum Beispiel, widerlegen soll. Mhm. Aber dann ist die Geschichte nicht richtig erzählt, denn die Geschichte verlangt, dass Abraham tut, was ihm gesagt wird. Ja. Und er ist willens, seinen Sohn zu töten. Ja. Also ist das Opfer längst geschehen, seelisch. Und so darf es nicht sein und bleiben. Ich interpretiere die Geschichte deshalb anders. Sie hat ihren Platz zwischen der Verheißung Gottes an Abraham. Es wird aus ihm hervorgehen, eine Nachkommenschaft zahlreich wie der Sand am Meer und die Sterne am Himmel. Weil er gehorcht hat, wird das jetzt doch geschehen. Aber es passiert nicht. Seine Frau Sarah wird immer älter, er selber ist über 100. Wo sollen die Nachkommen herkommen? Jetzt hat er endlich einen Sohn. Ein reines Wunder. Und nun verlangt Gott von ihm, er soll den opfern, diesen seinen Sohn. Ist der Inbegriff von allem, was er genetisch hoffen könnte, was auf Erden zu erwarten steht. Wenn wir jetzt nun mal denken, Abraham, ich will nicht wissen, wie du der Vater deines Sohnes Isaak bist. Ich möchte wissen, wer du selber bist. Wir nehmen uns mal jetzt dein Kind, das ich dir versprochen habe, das auch Gültigkeit besitzt, völlig weg. Ich möchte nur wissen, wer du selber bist. Dann haben wir das Opfer Isaaks. Eigentlich haben das alle Eltern. Sie haben eine ganze Weile gelebt mit ihren Kindern, für ihre Kinder, in ihren Kindern. Und müssen lernen, dass die Kinder Gott gehören, nicht ihnen selber. Also muss man in biblischem Sinne jetzt die Kinder Gott zurückgeben, opfern. Das geht nicht um Menschenschlachterei dabei, um Ritualsymbolik, sondern um eine innere Distanz der Selbstbegründung. Wer bin ich als Individuum vor Gott, wenn ich mal davon absehe, dass ich der Vater eines Kindes wurde, das mir Gott geschenkt hat, aber das Gott gehören und bleiben wird. Das gehört mir nie. Dann könnte man sagen wie Khalil Gibran, eure Kinder sind nicht eure Kinder. Ja. Sie sind wie Pfeile von des Bogensehner abgeschossen in eine Zukunft, die ihr sehen, aber nie betreten werdet. Aber gibt es da eine Analogie, Typologie zum Gott, der seinen Sohn opfert? Absolut gar nicht. Jesus ist in dem Sinn nicht geopfert worden. Jesus ist in den Tod gegangen, um einen Gott zu verkünden, der keine Opfer will. Gott vergibt uns ohne Voraussetzungen, bedingungslos, ohne Vorbedingungen. Wir müssen dafür nichts tun. Das ist entscheidend. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, Lukas 15 zum Beispiel, erzählt genau das. Das Aufsuchen des verlorenen Schafes, gleich im Vorlauf zur Erzählung vom verlorenen Sohn. Genau das. Gott geht hinter den Verlorenen her. Er nimmt sie auf den Arm, um sie zurückzutragen. Er stellt keine Vorbedingungen. Markus 2, man trägt einen Gelähmten zu ihm und Jesus spricht ihn los von seinen Sünden, damit er endlich den Mut bekommt, sich wieder zu bewegen. Und man nimmt ihm das bitter übel. Was macht er? Er vergibt Sünden, das kann nur Gott. Und Jesus will, dass wir begreifen, so verstehen wir Gott richtig. Wenn es so steht, lehrt Jesus einen Gott, der gar keine Opfer braucht und will. Kommt hinzu, dass man die Opfer darbringt in den Händen der Sadduzäer im Tempel und die verdienen dabei einen riesen Reibach aus dem gesamten Diaspora-Judentum. Über 140.000 Schafe, die man in der Pascha-Zeit schlachten muss in priesterlicher Obhut und Aufsicht. Das alles kann man nicht brauchen, um Gott zu versöhnen. Gott braucht nicht tote Tiere, tote Menschen, gequälte Lebewesen, deren Pein am Ende ihm Genugtuung bereiten soll, aus Gerechtigkeitsgründen denn doch tatsächlich die Schuld von Menschen zu vergeben.
das ist nicht nur gerecht, es ist einfach unsinnig. Umgekehrt, Jesus ist in den Tod gegangen, des Bekenntnisses zu einem Gott wegen, der keine Opfer braucht und will. Dafür hat man ihn totgeschlagen. Nicht, weil Gott das nötig hätte, aber weil wir unsere Freiheit immer erst begreifen, wenn es zu spät ist. Hinterher vielleicht, aber nie, wenn es dran wäre. Und sein Tod bewirkt für uns etwas Positives, Heilsames? Das Heilsame ist, was wir sehen können. Da sind wir bei Johannes 20. Kapitel. Es gibt eine Frau, laut dem Evangelium des Lukas, 8. Kapitel, die befreit wurde von 7 bösen Geistern. Eine Frau aus Magdala. Wie heilt man einen Menschen, der gar kein Ich hat? Der auf die Frage, wer bist du, nur sagen kann, das habe ich nie gewusst. Du redest mit jemandem, den du nicht kennst, weil er sich selbst nicht kennt. Diese Frau hat sich Jesus angeschlossen wie die Schwalben dem Sommer. Er war der Ort, wo sie leben konnte. Und dann hat sie erlebt am Karfreitag, wie man alles das zerschleicht, wie man ihn ermordet, wie man ihn quält, wie man ihn vorführt, wie man ihn auslacht, wie man ihn auspeitscht, damit man Rest hat. Hier steht's. Verflucht ist, was am Holze hängt. Er hat das Gesetz des Moses gebrochen. Darauf steht die Todesstrafe. Wir haben Recht gehabt, sagen die Schriftgelehrten. Wir haben einen Befehl von Pilatus. Wir ermorden, wenn wir sollen. Dieser Mann aus Nazareth oder wo er herkommt, ist uns vollkommen egal. Wir sollen ihn töten und das können wir. Und wir ziehen das lange hin. Wir kreuzieren so, dass man da gar nicht lange genug dranhängen kann. Dass man sich aufbäumt vor Schmerzen, dass man nur noch klagt und schreit. Das wollen wir erleben für das Publikum, das ist ein Schauspiel. Und so stehen sie auch dabei. Und darunter steht Maria von Magdala. Um zu erleben, was Menschen sind, was sie können. Und es darf nicht wahr sein, sonst fängt alles wieder an. Der ganze Wahnsinn beginnt wieder durch die Scheiben anzuklopfen und Einlass zu begehren. Das ist Karfreitag für eine Frau, die 2 Tage später bei Johannes allein, als es noch dunkel ist, zum Grab geht. Und dann sieht sie zu Häupten und zu Füßen der Stelle, wo der Leichnam Jesu lag, 2 Engel. Wie im alten Ägypten, am Katafalk, zu Häupten und zu Füßen, die 2 Geschwister des Osiris. Und die fragen sie, Frau, warum weinst du? Und das ist das Gespräch am Ostermorgen. Man muss erleben, dass man Jesus nicht tot bekommen kann. Die ihn töteten, haben nur bewiesen, dass sie der Tod sind. Dass sie überhaupt nichts anderes wissen, als ihn zu verwalten. Als Politiker, als Landpfleger, als Kaiser in Rom. Alles Lüge. Mit ihrer Schriftauslegung, ihrer Rechthaberei, ihrem Gesetzesfanatismus. Alles Lüge. Das Einzige, was nötig wäre, wäre eine Menschlichkeit, die man niemals mehr totschlagen kann bei Menschen, die wissen, wer sie als Menschen geworden sind. Da kommt Maria von Magdala und erklärt den Jüngern, dass er lebt. So ist das. Bei Matthäus ist es noch anders. Da genügt ein Engel, um den Frauen in der Dreizahl zu sagen, geht hinüber nach Galiläa. Da kommt er euch entgegen. Für mich heißt das, Ostern bedeutet, dass alles, was Jesus sagte, unser Leben ist und dass es stimmt aufs Wort. All die Worte am See von Genezareth. Glücklich nenne ich die Menschen, die es wagen, wehrlos zu sein. Glücklich nenne ich die Menschen, die ihre Armut und Armseligkeit kennen und anerkennen. Glücklich nenne ich die Menschen, die Frieden stiften durch Versöhnung. Glücklich nenne ich die Menschen, die Verfolgung leiden und wissen, wofür und zu den Gründen stehen. Es nicht bedauern, sondern geradewegs bejubeln. Sie machen endlich etwas richtig. Wenn das die Worte am See Genezareth sind, beginnt eine neue Welt. Und dahin sollten wir zurückgehen, meint der Engel am Grab. Und wenn wir das tun, wenn wir Jesus als den Lebenden, damit er in uns leben kann, damit wir an die Auferstehung glauben, statt an das dauernde Töten, um ein Stückchen Leben zu verlängern, indem wir den anderen früh genug ausschalten. Wer stößt wen mit dem Bajonett in den Bauch, so dass er früher stirbt als ich? Ich muss überleben. Wenn dieser Wahnsinn aufhört, haben wir eine völlig andere Welt.
Und während wir das tun, kommt uns Jesus entgegen. Ja, ja. Wie lebt er denn? Also lebt er als der kollektive Gottmensch, der wir alle auch in uns haben und sind und irgendwie doch verbunden sind da drin, als die Menschwerdung Gottes, die einmal geschah, so wie in Adam alle gefallen sind, so sind in Christus alle erhoben. So Paulus im 6. bis 8. Kapitel im Römerbrief. Die Frage, wie er wohnt. Wie er lebt, Auferstandene, und wo ist unser Verbindungsorgan zu ihm, oder sind wir es selbst? Oder? Es geht nicht mit Kollektiv. Die Sehnsüchte haben wir alle gemeinsam, aber jeder Einzelne hat sie in der Gemeinsamkeit. Wir leben nicht als Kollektiv, wir leben individuell. Ja. Und deshalb ist die Hoffnung auf Auferstehung nicht die Auferstehung in irgendeiner anonymen Menschenversammlung, im Allgemeinen dem Genusmensch zugeschrieben. In der menschlichen Geschichte werden wir weiterleben oder auf den Friedhöfen mit den Grabsteinen. Ist ganz und gar personell, individuell. Die Hoffnung müssten wir haben. Dafür steht Jesus. Er geht in den Tod und es gibt für ihn keinen Tod. So sagt das Johannesevangelium. Wer an mich glaubt, wird den Tod nicht kosten, selbst wenn er stürbe. Und wer nicht glaubt? Also dieser Glaube, diese Sätze werden ja dann auch schnell mal missbraucht. Wer nicht glaubt, lebt verkehrt, weil er nur den Tod kennt. Mhm. Auch das beschreibt das ja. Okay, so bringen Sie es auf eine außerkirchliche, fundamentalistische Ebene, dieses Nichtglauben. Inmitten einer endlichen Welt hat der Tod das letzte Wort. Dass es anders sein könnte, sagt uns allein die Religion. Die Botschaft Jesu. Mit vielen Einflüssen, die wir jetzt nicht erörtern müssen, aber die ein Vertrauen bilden, dass im Tod nicht gestorben wird, sondern sich die Wand öffnet, die uns hier noch im Diesseits von Gott trennt. Ja, ja. Endlich fallen die Grenzen weg und wir fangen an zu verstehen. Aber das geschieht nicht nur für Christen oder für die guten Christen, sondern für Menschen überhaupt. Für alle Menschen. Das ist ja, was Paulus im Römerbrief sagt, es kommt nicht mehr darauf an, wer ein Jude ist oder ein Nicht-Jude. Mhm. Es geht nur noch um Menschen. Mhm. Alle haben die gleichen Probleme. Mhm. Sind konfrontiert mit der Endlichkeit des Daseins und brauchen eine Antwort. Werden inne der Tatsache, dass sie rein zufällig aus Prozessen hervorgebracht sind, die sie weder meinen noch gewollt haben. Es muss sie nicht geben, sie sind überflüssig für die Natur allemal. Wer gibt ihnen eine Bedeutung, eine Zuwendung, eine Berechtigung zum Sein, außer einer Macht, die möchte, dass wir sind? Eine ewige Liebe. Lauter Antworten, die nur die Religion geben kann. Und die dann auch den Tod überliebt und überwindet. Dann ist es eine berechtigte Hoffnung, wenn Augustinus mal sagen konnte, Auferstehung ist unser Glaube, und zwar als Menschen, nicht nur als Christen. Ist unser Glaube als Menschen. Aber das, Wiedersehen ist unsere Hoffnung. Jawohl. Und Erinnerung unsere Liebe. Ja, ja. Also auch für die Bösen. Ja. Also, was da aufersteht und ewig lebt in Fülle, wird das gebildet in den 80, 90, 50 Lebensjahren, oder ist da etwas, was Gott in ein Kind hineingibt oder was in ein Kind hinein inkarniert? Oder das sind auch noch so Fragen, woher das Geistige. Geist ist ja nicht etwas, das biologisch, wie man es heute in der Neurologie manchmal so ein bisschen erklärt, Geist ist einfach die Funktion von Neuronen und das hat sich biologisch so entwickelt, dass wir Bewusstsein haben, und Geist ist eben dann etwas, das auch wieder erlöscht, wenn das Hirn natürlich nicht mehr funktioniert. Und das Arge ist, dass die Religion ihren Grund verliert, indem man den 12-Jährigen in der Schule genau das beibringt. Was wir Geist nennen, ist eine Produktion des Gehirns für das Gehirn. Und es stirbt genauso wie der ganze Körper, natürlich auch die Neuronenmaschine im Kopf. Wenn das gilt, ist Auferstehung ein Aberglaube, ein Infantilismus.
Sigmund Freud konnte darüber in einer Vorlesung sogar höhen, nicht wahr? Wir wollen doch erwachsen werden. Mhm. Das ist ein wirklicher, wörtlicher Kommentar zum Auferstehungsglauben der Christen. Mhm. Die Wahrheit ist eine vollkommen andere. Wir reden davon, dass wir als Personen existieren. Dann wissen wir, dass das Programm, das uns körperlich, biologisch mitgegeben ist, zur Sollbruchstelle intendiert und dass der Tod entscheiden wird, wann hier auf Erden unsere Existenz aufhören wird. Was wir nicht wissen, ist, wann das sei. Ob das in 50 oder in 80 Jahren ist, auch darauf kann es aber nicht ankommen. Ob wir durch ein Unglück sterben oder wie wir verletzt werden, ob wir mit einer Missgeburt zur Welt kommen, ob wir durch verzögerte Bewegungen im Geburtsvorgang schon geschädigt wurden, durch mangelnde Sauerstoffzufuhr. Das alles ist nicht die eigentliche Frage. Die Frage gibt eine Antwort nicht aus der Biologie oder Neurologie, sondern wirklich jetzt geistig. Wir denken uns einen Willen, der möchte, dass wir sind als Personen. Diesen Willen hält er durch unter allen Umständen. Mhm. Wann wir jetzt sterben, ist das Zufällige. Was mit uns gemeint ist, das bleibende Notwendige. Und die Hoffnung ist in jedem Falle sogar die gläubige, sichere Erwartung, dass wir nicht enden, sondern uns weiterentwickeln. Es bricht nichts ab, es fängt überhaupt erst an. Mit mal heben sich die Begrenzungen hinweg. Wir verstehen uns selber zum ersten Mal richtig, ohne Angst, ohne Einschnürung, ohne Abhängigkeit. Wir werden frei. Wir sehen die Menschen an unserer Seite und wir wachsen auf sie zu, indem wir beginnen, sie tiefer zu verstehen als je im Leben. Das ist schon so, wenn Sie mit Hinterbliebenen, mit Trauernden reden, die im Gespräch mit dem verstorbenen Gatten, mit der Frau bleiben. Da war doch was. Jetzt endlich, 20 Jahre später, verstehe ich, was sie gemeint hat. Damals habe ich das überhaupt nicht begriffen. Ich schäme mich so. Aber ich kann es nicht wieder ändern. Ja. Wir lernen dabei, hier schon auf Erden, immer mehr. Und wenn wir jetzt mal denken, die Begrenzungen fallen alle weg, wir säen uns so, wie Gott uns gemeint hat, wäre das die beste Umschreibung für das, was wir den Himmel nennen. Jawohl. Wir treffen endlich die Wahrheit, die Gott sich gedacht hat, als er uns erschuf. Wir werden erkennen, wie er uns erkannt hat. Ja. Cogitur, ergo cogitur. Ich erkenne, weil ich liebe, und ich liebe, weil ich erkenne. Das ist auch Augustinus. Aha, aha. Ja, ja. Es ist ein Stückchen Platon, jetzt können wir ihn ruhig verwenden. Mhm. Platon hat gemeint, die ganze Liebe im Dialogsymposion besteht darin, das Urbild der Seele im Anderen herauszulieben gegen ihre Verformungen. Aha. Sie treffen einen Menschen, mit dem man alles Mögliche gemacht hat. Natürlich trägt er nicht die Wahrheit auf der Stirn. Er hat so vieles erleiden müssen. Er hat so viele Kompensationsleistungen vollbracht, Minderwertigkeitskomplexe beantworten müssen. Er ist hin und her gescheucht worden. Wer ist er eigentlich? Wenn er Sokrates wäre, könnten wir ein bisschen klarer sehen, aber wahrscheinlich ist er nicht Sokrates. Und selbst Sokrates konnte sagen, 399 im Staatsgefängnis von Athen, er wartet endlich darauf, seinen wirklichen Richtern zu begegnen. Aha. Dem Rhadamanthus, dem Minos, nicht diesen Dummköpfen in der Agora in Athen. Endlich, denen, die weise genug sind, einen Menschen zu beurteilen. Das ist seine Hoffnung. Er kann endlich mit Menschen sprechen, die die Wahrheit lieben und imstande sind, ihm zu schenken. Wer ist er eigentlich, Sokrates? Er hat geglaubt, das delphische Orakel hätte recht, er ist ein Weiser. Das war nur ironisch für ihn zu verstehen, indem er anderen beibrachte, wie wenig sie verstehen, wenn sie so weise tun. Aber wer ist er wirklich, Sokrates? Ein Sucher nach der Wahrheit, die noch auf ihn wartet. Und wer dachte, im Tod wird er das? Das glaubt er fest und sicher. Ja. Drum endet der Dialog Phaidon, schreibt Platon, mit den Sterbeworten des Sokrates. Wir schulden dem Asklepios noch einen Hahn.
Entrichte ihn dem und vergiss es ja nicht. Aha. Das muss man so verstehen, wie ich mich als Kind gefragt habe, warum haben die Protestanten statt ein Kreuz einen Hahn, aha, auf der Kirche. Ja, ja, ja. Ich habe es nie verstanden. Aber bei Platon versteht man es. Der Hahn ist das Tier des Asklepios, des Gottes, der in den Träumen der Nacht, als Kind von Tag und Nacht, der eigene Koronis, heilen kann. Mhm. Im Heiligtum von Epidauros heilt man, indem die Priester die Träume, die im Abaton geträumt wurden, als Heilmittel zur Erkenntnis der Seele verwenden. Wenn das so wäre, man öffnet dem Tode die Augen, lässt den Traum des irdischen Lebens hinter sich und sieht endlich hinein in die Wahrheit. Das wäre zu wünschen. Und das meint jetzt Sokrates. Das schulden wir dem Asklepios. Endlich tut er, wofür er geboren wurde. Ein Gott, der heilt, indem er uns vom irdischen Dasein erlöst. Drum müsst ihr mich nicht bedauern. Ich habe die Frauen schon weggeschickt, damit sie aufhören zu weinen. Ich bedauere nicht den Tod. Ich freue mich, endlich dahin zu kommen, wo meine Bestimmung auf mich wartet. Die Wahrheit zu finden. Das ist Sokrates. Immer ein Beispiel, auch um Christus zu verstehen. Für die Kirchenväter war es eine derjenigen, die uns zeigten, wie man richtig stirbt in Vertrauen im Sinne Jesu. Mhm. Karl Rahner, ein katholischer Theologe, konnte sagen, wer so stirbt, egal in welcher Religion, in welcher Kultur, ist ein anonymer Christ, weil er Teil an der Art, wie Jesus in den Tod geht. Das ist nicht kollektiv, das ist nur das, was für alle gilt, personell so verdichtet, dass es Geltung hat. Ja, ja, ja. Also, Sie fürchten sich nicht vor dem Sterben? Ich hoffe, nein. Und ich versuche, Menschen zu begleiten, dass sie die Angst vor dem Tode verlieren. Ja. Dass sie getröstet in den Tod gehen. Manchmal habe ich mit Menschen zu tun, die das Leben fürchten, weil sie nur noch gequält werden. Sie fürchten den Tod, weil sie ein Ende kommen sehen, mit dem sie auch nichts anfangen können. Ja, ja. Dann ist das Christentum eigentlich die einzige Lösung. Ja. Und dazu versuche ich Mut zu machen. Man muss den Tod nicht fürchten. Wir gehen hinüber in eine Welt, die ewig für uns bleibt, in einem Werdeprozess ohne Ende. Ich gebe das gerne wieder mit dem russischen Dichter, meinem großen Freunde, Dostojewski. Er schreibt in Schuld und Sühne in der Gestalt des Trinkers Marmeladov, wie man es sich vorstellen könnte. Marmeladov sitzt in der Kneipe, total betrunken, hat am Morgen noch seine 17-jährige Tochter ausgeplündert mit dem Geld, das sie verdient hat, indem sie als Frau anschaffen musste, um ihre Geschwister zu ernähren. Und er verflucht sich. Ein Menschen wie mich soll man kreuzieren. Mhm. Und die Leute sagen, halt doch das Maul, Mensch, wer wird dich schon kreuzieren? Aber er sagt, ich bin ein Schwein. Und so redet er weiter. Er hat alles falsch gemacht und er will kein Trinker sein, aber er ist es. Und dann dämmert ihm etwas, das auch im Alkoholdelir mitunter psychiatrisch sich beobachten lässt. Ein versöhnungsvisionärer Gedanke. Mhm. Ich zitiere jetzt Dostojewski an der Stelle. Mhm. Wenn er kommen wird, sie alle zu richten, wird er sagen, kommt her, ihr Guten und ihr Frommen, geht ein in die Hallen, die ich euch bereitet habe. Und dann wird er sagen, jetzt kommt her auch ihr. Mörder, Huren, Bettler, Säufer, kommt her auch ihr. Und die Frommen und Gerechten werden sagen, aber Herr, berufst du auch diese? Sie tragen das Antlitz des Viehs. Und er wird ihnen sagen, deshalb doch, ihr Guten, deshalb, ihr Gerechten, berufe ich gerade diese, weil niemand von ihnen je hat glauben können, dass er dessen würdig sei. Dann werden wir alle verstehen. Dann werden alle alles verstehen. Herr, dein Reich komme. Ich kenne in der ganzen Weltliteratur keine Stelle, die das Gebet Jesu im Vaterunser so verdichtet, dass der Himmel herabkommt zu den Verlorenen. Wenn das bedeutet, im Sterben hinüberzugehen aus einer Welt, die
so verworren ist, wie wir sie finden. Um endlich anzukommen an unser Ziel, muss man es nicht fürchten, sondern in gewissem Sinne herbeisehen. Ich habe mir mal für einen Moment überlegt, wie diese hunderttausende Soldaten in Ukraine, Russland sterben mit irgendwie letzten Erinnerungen an ihre Familie. Dann ist irgendein Übergang. Sie sehen, zu was sie gedient haben. Werden sie belohnt für ihren Dienst? Ja, sie sind ja, jetzt in unseren Augen sind sie irgendwie einem Wahn gefolgt, oder? Und das werden sie erkennen. Es ist schon eine Lüge zu sagen, wir schützen Frauen und Kinder und verteidigen sie. Das hätte man haben können mit Frieden. Dafür hätte man keinen Krieg gebraucht. Man hätte im Donbass abstimmen müssen, ob die Kiewer Zentralregierung sich nationalistisch und russenfeindlich gegen die russischsprachige Bevölkerung im Donbass durchsetzt oder demokratisch in einem versöhnlichen Status miteinander leben lernt. Das war das Angebot, hätte auf dem Tisch gelegen. Man verteidigt nicht die Familien in Kiew oder sonst wo, in Odessa, vor russischen Raketen. Ganz im Gegenteil, man liefert sie aus unter unendlichen Opfern. Inzwischen haben das viele früh genug im Übrigen in der Ukraine begriffen. Wir haben ungefähr 800.000 Flüchtlinge in Deutschland aus der Ukraine. Die fliehen, nehme ich mal an, zum großen Teil nicht vor den Russen, sondern vom Einzugsbefehl Selenskis. So will man nicht sterben. Kommen die noch raus? Und warum auch? Ich hoffe, nein. Es sei denn, Scholz, unser Kanzler, will zugunsten Selenskis sagen, ein Einberufungsbefehl gilt ab 18 bis 60, da muss man Folge leisten. Das ist ein Grund, euch abzuweisen. Ja, ja. Bisher haben wir ein Asyl. Alle Ukrainer sind hoch bevorzugt. Ja, ja, ja. Ich glaube nicht, dass man im Kriege irgendwas verteidigt. Vor allem begeht man genau die Verbrechen, die man vorgibt, den Angehörigen zu ersparen. Ich habe das noch vor Augen. Kriegsdienstverweigerung wurde 1960 streng geprüft. Drei Juristen, Protokoll. Ja. Also fragte man, was machen Sie, wenn eine Frau im Park überfallen wird? Und dann werde ich die Polizei rufen. Ja, aber die kommt zu spät. Ja, ich werde versuchen, die Frau zu schützen und auf die Täter einzureden. Aber die brauchen eine Waffe. Ich sage, nein, die brauche ich nicht. Also nochmal anders. Wenn Sie ohne Waffe nicht helfen können, lernen Sie dann nicht, wie man mit Gewalt das Richtige durchsetzt. Ja, jetzt machen wir es ganz schnell. Was Sie hören möchten ist, meine eigene Familie wird von dem Feind, dem Russen meinetwegen, dem Ruski, wieder mal bombardiert. Dann muss ich lernen. Nicht, wie man meine Familie schützt, das kann ich ja nicht mehr, die ist gerade bombardiert worden. Aber wie ich bei ihm Frauen und Kinder bombardiere. Möglichst konsequenter, schlimmer, flächendeckender, mit Kampfmitteln, die alles übersteigen, was der Feind eingesetzt hat. Das wollen Sie im Ernst von mir und nennen das den Schutz der Bevölkerung, indem ich den anderen hernehme, weil ich meine eigenen Angehörigen nicht habe schützen können. Ich muss den Krieg eskalieren, damit er sich ausdehnt und andere Unschuldige in Geiselnahme nimmt oder zum Opfer bringt. Für wen? Die ganze Logik ist verkehrt. Wenn ich das Morden nicht will, dann darf ich es selber nicht in die Hand nehmen und betreiben. Das schützt niemanden, sondern vermehrt das Übel, von dem Sie gerade sagen, ich müsste es auf mich nehmen, um es abzuschaffen. Es wird aber nicht abgeschafft. Der Mord von Frauen und Kindern geht weiter. Ich empfehle sehr die Lektüre von Jörg Friedrich, Der Brand. Da wird erzählt, wie die Amerikaner sich wundern. 1945, alle deutschen Großstädte sind ein Trümmerhaufen. Dass bei all den Bombardements flächendeckend mit allem, was man hatte, nur 500.000 Tote dabei herumgekommen sind. Nur. Aha. Eigentlich zu wenig. Aha. Jörg Friedrich ist der erste Historiker, der fragt, bei wie vielen 100.000 Toten kämen denn den Herrn Skopel? Zu den 500.000 Toten gehören die Kinder in den Bunkern, die alten Leute, die die Treppen nicht herunterkamen, die Kranken, die in den Betten lagen, die Verzweifelten, die nicht wussten, wohin, die sich sorgten um die Männer, die Hitler an die Front geschickt hatten. All die Leute, die als Zivilisten sich verkrochen hatten und trotzdem gerufen wurden.
Ich weiß, was Bombenangriffe sind. Das sind meine ersten Kindheitserlebnisse. Mhm. Jörg Friedrich kann sagen, wie viel muss eigentlich an Leid zugefügt werden, ehe man begreift, dass man das Falsche macht. Bei 500.000 kein Bedauern, notwendiges Opfer, um Hitler zu besiegen. Was wäre mit 1 Million? 2 Millionen? Im Irak haben wir gerade 2 Millionen Tote, um von Saddam Hussein die Bevölkerung zu befreien. Wir haben 20 Jahre Chaos im Irak. Alles egal, müssen wir machen. Was ist, wenn wir die magische Zahl des Holocaust, der Shoah, einsetzen? 6 Millionen Tote. Kriegen wir dann Skrupel? Im Ersten Weltkrieg hatten wir 14 Millionen Tote, im Zweiten Weltkrieg 50 Millionen Tote. Das können wir steigern. Bei einem atomaren Angriff in Vorbereitung, im Anfangsstadium, haben wir je nach Winddrehung 150.000 Tote. Mhm. Können wir haben. Wir können in Millionengröße anfangen, den Krieg in die Ouvertüre zu stecken, im Toten töten. Wenn wir davor keine Skrupel kriegen, rettet uns nichts von dem Verlust jeglicher Menschlichkeit. Ein Stück Barmherzigkeit würde genügen, zu wissen, dass man das, was da passiert, nicht machen kann. Erich Maria Remarque beschreibt an der Westfront, wie der deutsche Bäumler im Granattrichter jemanden an der Seite hat, einen Franzosen, der mit dem Bajonettstich sterben wird. Er leidet, er klagt und er, Bäumler, begreift, dass dies ein Mensch ist wie er selber. Im gleichen Granattrichter. Ja, ja. Er holt ihm Wasser aus der Pfütze, damit er nicht die Trockenheit allzu leidend merkt. Er erkundigt sich, welchen Beruf er hat. Er war ein Drucker. Herr Bäumler wird nach dem Krieg ein Drucker werden. Es ist nicht möglich, einen Menschen verrecken zu lassen, der das Opfer des eigenen Bajonetts wurde. Und dann noch zu sagen, ich bin ein guter, ein tüchtiger Soldat. Ich habe meine Pflicht fürs Vaterland getan. Irgendwann muss Schluss sein. Punkt. Ja. Heute ist das, ich verfolge auf Bild, da ist der Röpke, der täglich die Computer, die Videoaufnahmen an der Front erklärt und er sagt dann, jetzt müssen wir pixeln, weil jetzt ist da ein Übungsfeld von Russen und da geht eine Streubombe rein. Ich zeige es nachher noch, das Bild, wie sie da liegen, aber nicht, wie sie einschlägt. Auch das ist das Übliche, man zeigt die Opfer, die man dem Feind beigebracht hat, so tüchtig war man. Mhm. Und allenfalls, wenn man etwas zu zeigen hat, das wie eine Kriegsanklage wirken könnte, zeigt man auch die eigenen Opfer. Dann ist ein Krankenhaus getroffen worden, eine Kirche, ein Rathaus, irgendetwas Ziviles. All die Bilder, die wir haben bei der Kriegsberichterstattung, sind Teil der Propaganda. Ja. Das muss man aber wissen und sehen. Und es dient nur der Dämonisierung des Gegners statt der Verhandlungslösung, die dringend nötig wäre, um dem Spuk ein Ende zu machen. Jeden Tag statistisch sterben etwa 100 auch Ukrainer gerade. Mhm. Stellvertretend für die Opfer, die die Ukraine bringen muss, um Amerika die Großmacht auf dem Planeten zu sichern. Mhm. Russland ruinieren, sagt unsere Außenministerin. Als nächstes ist China dran. Das soll so weitergehen im ganzen amerikanischen 21. Jahrhundert. Und ich hoffe, dass man es ablehnt, so weiterzumachen. In Deutschland habe ich keine Hoffnung, wir sind hörig. Und das sind dann immer diese Argumente, das sind Diktatoren, das sind Leute, die das Volk unterdrücken. Und, was machen wir denn im Kapitalismus anders, als die arbeitende Bevölkerung zu unterdrücken? Das ist 1% der Superreichen, die den ganzen Rest der Welt in der Hand hat. Was machen wir mit der dritten Welt, der will die Bodenschätze unter den Füßen wegnehmen und daran kaum verdienen darf? Was machen wir mit der Versklavung in den Kolonialgebieten? Was machen wir mit den Heeren, die wir mobilisieren, um für uns in den Krieg zu ziehen? Das alles nennen wir nicht Diktatur, sondern wie soll man sagen, das ist Freiheit, Fortschritt, Gerechtigkeit, Humanität, es ist ganz wunderbar. Nur es ist eine Lüge nach der anderen. Was soll denn ein Staat, der in der größten Landmasse der Welt sich vereinigt, an Regierungsform hervorbringen, wenn nicht Zentralismus? Russland besteht zu 170 Sprachen und Kulturen, die irgendwie zusammenkommen müssen. Religion. Auch da ist Amerika gerade dabei, das auseinanderzunehmen, Geld zu schicken, damit Unruhen entstehen. Wie zerlegt man
dieses Riesengebiet aus dem Zarenreich. Mhm. Kann man machen, ist man dabei. Georgien, Moldawien, es ist voll im Gange. Die Ukraine, die ganze Serie steht uns noch bevor. Ja. Und dann wundert man sich, wenn Putin, wenn Russland sich dagegen wehrt. Ja. Was soll es denn sonst machen? Wenn wir anfangen würden, die Indianer wieder aufzurüsten und ihnen die alten Reservate wiederzugeben, ein Amerika wäre gar nicht existent. Mhm. Wir müssten plötzlich 500 Indianersprachen lernen. Ja. Also es gab in der NZZ in den letzten 2 Jahren immer wieder so Texte von migrierten, von geflüchteten Russen, die sagen, das Beste, was passieren kann, ist, wenn Russland zerfällt und es viele kleine Staaten gibt. Ja. Genau das will man. Aber das kann man mit Amerika auch machen. Es ist schon dabei, sozial zu verfallen. Die Rechten und die Linken sind so zerspalten wie noch nie. Oben und unten stehen gegeneinander durch die Klassengegensätze. Mhm. Die Arbeiter begreifen langsam, dass sie eigentlich ständig die Leidtragenden sind, indem die Gehälter da oben bei den 10 und 1% der Superreichen vermehren. Mhm. Amerika ist dabei, sich selber zu zerlegen. Und lediglich um davon abzulenken, muss man das Problem nach außen tragen. Ein Hauptargument ist, Russland will Europa annektieren, will die Ukraine annektieren. Amerika und die NATO annektiert ganz Europa im Moment bis zur Westgrenze Russlands. Das ist das Programm. Wir haben gerade Militärmanöver im größten Stil. 90.000 Soldaten, die den Russen vorführen, was man machen kann. Im Atlantik, in der Nordsee oder Ostsee, am besten auch im Schwarzen Meer. Wenn wir sie nur hätten, dann brauchen wir aber die Krim. Und dafür brauchen wir die Ukraine, dass sie die Krim zurückerobern von den Russen. Auf der Krim leben über 80% Russen, die abgestimmt haben, dass sie so bleiben wollen. Kein einziger ist dabei umgekommen. Die NATO, als sie den Balkan arrondierte für sich selber, hat Hunderttausende von Opfern gefordert, bei Zerlegung Jugoslawiens und einen Staat nach dem anderen zersplittert. Wer führt da welche Politik? Ja, ja. Also ich habe so immer mal wieder gehört, dass die NATO oder USA, die hatten viele Gremien, viele Angestellte, die für den Kalten Krieg die amerikanischen Interessen pflegten, die Feindschaft mit Russland pflegten. Und die wurden ein bisschen in Frage gestellt, als der Gorbatschow kam und man hatte nicht mehr einen großen Feind im Osten. Genau. Und ich habe also von Leuten gehört, denen richtig gesagt wird, ihr habt keine Bedeutung mehr. Man hat Gorbatschow versprochen, James Baker, der Außenminister, hat das getan, Helmut Kohl hat das in Moskau getan. Die NATO wird sich keinen Zentimeter nach Osten verschieben. Ja. Gorbatschows Frage war, wenn wir den Warschauer Pakt auflösen, wofür brauchen wir die NATO? Niemand mehr muss den anderen fürchten. Ja. Dann hat man das Existenzrecht der NATO im Antiterrorkrieg untergemacht. Man hat den Islamismus für den neuen Feind erklärt. Und das brauchte man, denn 2001 musste man Afghanistan besetzen. Man musste 2 Kriege im Irak führen. Ja, es ging nur so weiter. Libyen, Syrien, den ganzen Nahen Osten. Ja. So könnten wir jetzt dranbleiben. Frieden kann nur kommen, wenn man ehrlich die Interessen des anderen wahrnimmt und Rücksicht darauf nimmt. Man kann nicht Angst widerlegen, indem man Angst verbreitet, denn dann hat der andere genau die Angst vor uns, die wir vor ihm haben. Und beides kann im Wechsel nur immer größer werden, statt eine Lösung zu bringen. Wenn wir Verständnis hätten für die Angst des anderen, könnten wir sofort darüber reden. Das gab's mal. Helmut Schmidt konnte reden, damals mit Brezhnev. Aha. Und die beiden sprachen in der Zeit, in der es darauf ankam, über die Dislozierung der Pershing-2-Raketen, die sind fähig, Atomwaffen zu tragen. Wir hatten in Deutschland damals Hunderttausende in der Friedensbewegung, die dagegen protestierten, dass man amerikanische Raketen auf deutschem Boden stationiert. Denn jeder wusste, bei einem Atomkrieg werden die Bomben nicht wahrscheinlich in der Wüste von Nevada explodieren, sondern in Mitteleuropa, in Deutschland. Das erklärte jetzt auch Helmut Schmidt. Ja. Brezhnev sagte, ich habe Angst. Wörtlich so.
bei der Dislozierung der Pershing 2, das bedroht Russland. Und Helmut Schmidt sagte, und ich habe Angst vor der SAM 2. Eure Raketen bedrohen uns in Deutschland. Und wir sind das dicht bevölkerte Gebiet in ganz Europa. Was wäre gewesen, die beiden hätten gesagt, wir haben beide recht. Was für ein Irrsinn, mit Angst gegen Angst zu kämpfen. Ich dazu sagen, du hast genau dieselbe Angst wie ich. Wir bauen die scheiß Raketen ab. Wir haben sie nicht nötig. Mhm. Die erste Maßnahme, um nicht mehr Angst haben zu müssen, ist das Ende der Rüstungspolitik. Helmut, das machen wir. Wir sparen enorme Gelder, enorme Ressourcen der Menschlichkeit. Wir fangen an, überhaupt erst eine menschliche Politik zu betreiben. Wie kann man denn mit der Ermordung von Hunderttausenden von Toten auf Knopfdruck ernsthaft politisch drohen? Wir können 10 Millionen, 100 Millionen im Handumdrehen ermorden. Sind das nicht Wahnsinnige, die solche Programme aufbauen? Dafür Wissenschaftler schulen, Trägersysteme entwickeln lassen, die Möglichkeiten der Realisierung so ausprobieren, dass es auf Befehl ganz sicher ausgeübt wird. Das war und ist nach wie vor der Kalte Krieg, den wir jetzt wieder haben. Ja. Europäer wollen ein Wahnsinn. Auch eine Atommacht werden ja. müssen. Nordkorea existierte nicht mehr, ohne dass man die Atomwaffe selber produziert hätte. Gaddafi existiert nicht in Libyen, weil er keine Atombomben hatte. Das war sein Todesurteil. Man ist überhaupt nur wert, in dieser verrückten Politik ernst genommen zu werden mit der Mordkapazität einer Atomwaffe. Sonst ist man zu klein und man kann Läuse zertreten. Das muss man nicht beachten. Wenn das die Logik unserer Politik ist, ist sie, ich rede jetzt mit dem vierten Kapitel im Matthäusevangelium, ein Angebot des Teufels. Du kannst die ganze Welt haben. Sie gehört dir gratis. Du musst nur niederfallen und mich anbeten. Mhm. Mehr ist nicht nötig. Mhm. Die Weltherrschaft zu wollen, ist Teufelsdienst nach Matthäus 4. Und Jesus hat sie abgelehnt. Weg hier, Satan. Ja. Nicht mit mir. Ich will die Welt nicht beherrschen, ich möchte die Menschen erlösen. Das ist was anderes. Ich möchte, dass Gott regiert und nicht die Machtgier von Verrückten. Aber wie ist dem Einhalt zu gewinnen? Ja. Ich muss noch dabei sagen, dass die Leute Angst hatten, damals bei der Dislozierung der Pershing 2 hat der Friedensbewegung Auftrieb gegeben. Und das war jedenfalls in Deutschland immer so. 1991 beim Golfkrieg waren die Marktplätze voll. Man fürchtete, dass 400 Atomwaffen der Amerikaner im Persischen Golf natürlich in Anwendung kommen könnten, dass riesige Umweltschäden, Wirtschaftskrisen, alles Mögliche hereinbrechen könnte. Aha. Aber Angst ist kein Motiv zum Krieg. Habe ich damals auf dem Marktplatz in Paderborn gesagt. Ja. Gandhi hat recht. Die Überwindung der Angst ist der Weg zum Frieden. Nur der. Solange wir Angst haben vor einem potenziellen Feind, fallen wir sofort zurück in die Gegenwehr. In die Angstmaschinerie, ihn zu beeindrucken durch Drohung, Abschreckung, durch ein Gleiches im Angebot. Nur wenn wir die Angst im Inneren überwinden, sind wir wirklich frei. Und damit imstande, Frieden zu schaffen. Ja, aber jetzt. Brezhnev und Schmidt. Wir brauchen voreinander keine Angst mehr zu haben und wir machen einander keine Angst mehr. Wir erkennen den Wahnsinn, der in allem liegt. 1798, Immanuel Kant, könnte man doch mal nachlesen im Bundestag. Und das ist lediglich eine Moralphilosophie, das ist noch keine Religion. Aber die Angst wird gebraucht und erzeugt, weil die ganze Industrien von der Rüstung braucht das. Also sonst, jetzt ist ja, wird wieder recht gerüstet. Man verdient an der Angst, um Geschäfte zu machen. Ja. Man verdient an der Angst, um Macht zu erobern. Und dann geht man über Leichen, weil das nicht mehr zählt. Ja, und eben auch die Steigerung haben Sie auch erwähnt heute mit jetzt der FA-35 Flugzeug, ja, es gibt es noch besser, die Schweiz hat jetzt diesen Typ entschieden, ja. Ja, es fehlt das Geld, es ist teurer als man gedacht hat, die Produktion ist ein bisschen hinterher, Deutschland muss jetzt auch
Artillerieraketen mehr produzieren. Ich habe vor 10 Jahren noch in Ramstein Reden gehalten gegen die Drohnenmorde, die außergerichtlich verhängt werden. Drohnenmorde. Aha. In 10.000 Kilometer Entfernung können Menschen gezielt ermordet werden. Ja. Das Ganze geht nur über Ramstein. Die Deutschen stehen wieder mal zur Verfügung. Aha. Und dagegen gesprochen. Ja. Was passiert? Es gibt einen solchen Drohnenkommandanten, der bis zum Dramatischen an seinen eigenen Taten leidet. Mhm. Es gibt Bilder, die im deutschen Fernsehen auch gezeigt wurden. Man lässt die Drohne eine Minuteman-Rakete abschießen. Eine Hellfire-Rakete, so heißen die Dinger, Höllenfeuer. Mhm. Das sind ungefähr 11 Sekunden von Abschuss bis zum Treffer. Nun ereignet sich vor seinen eigenen Augen, dass die Zielperson jemand ist, der immer mal wieder verdächtigerweise in ein Lokal ging. Da trafen sich, glaubt man, Terroristen. Wenn er die aufsucht, ist er ja vielleicht auch ein Terrorist. Jedenfalls genügt es der CIA, das Todesurteil über ihn zu verhängen. Der Mann gehört abgeschafft. Man sieht auf dem Bild, wie er an der Hauswand entlang geht, um auf den Hof zu kommen und seine Frau und Kinder zu besuchen. Aus dem Inneren kommt die Frau mit einem Kind auf den Arm. Das alles dauert. Zu lange. Der Drohnenpilot bittet, bleib weg. Dann ist nur noch der Einschlag und sie sind alle tot. Ja. Collateral Damage, da kann man ja nicht für. Man hat immer die Richtigen getroffen. Dann hat man ein paar Opfer mit dabei. Das war schon immer so. Wer ein Omelette kochen will, muss halt Eier zerschlagen können. Man muss halt gute Nerven behalten, sonst geht es nicht. Aber wie, wenn das alles falsch ist? Wenn Menschen, die sehen, was sie tun, es selber nicht vertragen, sondern daran irre werden, sollte man doch denken, die Kriegstraumatisierten, das sind bei der US Army viele Hunderttausende inzwischen. Posttraumatischer Stress Disorder. Kaum behandelbar. Aha. Und wie geht man damit um? Einen, der das gemacht haben, habe ich in Erinnerung. Wäre der zu einem normalen Psychiater gegangen oder Psychotherapeuten, der hätte ihm gesagt, du warst im Vietnamkrieg und du hast Unglaubliches erlebt, aber du hast alles richtig gemacht. Aha. Also wie war das denn? Du hast gesehen, wie ein Vietnamese ein Kind nimmt und auf eine Bombe bindet, um für amerikanische GIs eine Sprengfalle zu legen. Aha. Wenn du gegen solche Teufel kämpfst, ist dann nicht jedes Mittel richtig. Mhm. Und das hast du getan im Vietnamkrieg. Du hast geschossen, du hast getötet, vielleicht die Falschen, aber im Ganzen richtig. Und dazu musst du stehen. Du musst nicht herumjammern, du hättest Schuld begangen, du hast Leistungen fürs Vaterland, die Gerechtigkeit, die ganze westliche Welt gegen den Kommunismus auf deine Brust geheftet. Mhm. Der Mann, mit dem ich sprach, hat anders gelernt. Er ist zum Buddhisten geworden. Aha. Und hat erlebt, als er nach Hause kam, dass man auf dem Flughafen, so war damals die Stimmung in der universitären Bevölkerung bei den Studenten, ihn beschimpft hat. Der ist im Vietnamkrieg in einen Kolonialkrieg verwickelt gewesen. Aha. Nicht ein Freiheitskrieg. Ja, hat aber alles falsch gemacht. Das konnte ihm noch egal sein. Aber der Umstand, dass man ihn heilen wollte, indem man ihm beibringt, das Töten von Menschen, ist eine richtige Handlung, wurde ihm zu viel. Und dann hat er gelernt, als Buddhist sich weiterzuentwickeln. Es gibt Gutes und Böses, aber beides hat seine Ursachen. Und die zu bekämpfen, ist was anderes, als Symptome zu vernichten. Er ist zum Buddhisten geworden, eine religiöse Antwort auf das Leid der Welt. Im Übrigen ist das ein guter Kommentar noch. Netanyahu erklärt gerade, dass der Überfall der Hamas auf das Gaza-Randgebiet exakt dasselbe ist wie 9-11 für die Amerikaner. Ein Trauma, auf den man antworten muss mit voller Macht. 20 Jahre Krieg in Afghanistan, aber mindestens und jetzt Vorstoß, Offensive in Rafah. 1 Million Flüchtlinge nur dazwischen. Und sie haben gefunden, steht in der Zürcher Zeitung. Das muss.
Anders geht es überhaupt nicht. Wenn es so bleibt, kann und wird es nicht besser werden. Ich kann mich erinnern, wie 9/11 war. Ich war damals bei einer Vortragsreise in Süditalien, in Bari, und hörte nachts, weil ich nicht schlafen konnte, Rundfunk. Und eine amerikanische Journalistin interviewte den Dalai Lama, dass er davon hält. Das war zwei Tage später. Und der Dalai Lama sagte, das ist eine große Chance für die Nicht-Gewalttätigkeit. A big chance for non-violence. Wie bitte eure Heiligkeit? Der Dalai Lama wiederholte. A big chance for non-violence. Und er wollte sagen, wenn Amerika nicht reagiert mit Gewalt, sondern sich fragt, warum sie uns so hassen. Was sie nach Jahrzehnten der Kulturzerstörung, der ökonomischen Bevormundung, des Kolonialismus, der Kulturvernichtung, der Überfremdung in allem gegen uns haben, hätten wir eine gute Chance, zum Frieden zu gelangen. Aber wir müssten dann den anderen verstehen in Nicht-Gewalttätigkeit. Ja. Wenn wir so weitermachen, wird die Geschichte weitergehen. Wir könnten sie jetzt stoppen. Wir könnten eine ganz andere Weltgeschichte einleiten. Was mir imponiert hat, ist, dass das ein Buddhist sagen konnte. Kein Kirchenangehöriger, kein einziger in Rang und Würden, der auch nur den Ton davon zu sagen gewagt hätte. Also mir man musste im Zug fahren, eine Trauerstunde einrichten und durfte nicht sprechen, weil wir alle Amerikaner sind. Und das bedeutet, wir müssen zurückschlagen, dass die Taliban damit überhaupt nichts zu tun haben, die Afghanen noch viel weniger, die sind gar nicht technisch in der Lage, sowas zu machen, spielte überhaupt keine Rolle. Dass die Leute in Saudi-Arabien saßen, ein Königssohn war Osama bin Laden, und die Korruption in Riad, die die Amerikaner selber brauchten, um da regieren zu können, abgelehnt hat, war alles kein Thema. Wie belügt man die Zeitungsleser, indem man eine Geschichte erzählt, deren gegenteilige Behauptung natürlich das falsche Narrativ des Feindes, des Putin, der Islamisten, der Terroristen, der Diktatoren, der Unmenschen, der Dämonen darstellt. Ein Mitglied unserer christlich-jüdischen Arbeitsgemeinschaft, engagiert sich in der FDP politisch. Er sagte, er hätte eigentlich erwartet, dass jetzt Israel beweisen könnte, durch Zurückhaltung nach diesem Ding, und die Welt hätte ihn Erstaunen bringen können. Ich habe zu Neujahr einen Vortrag gehalten, den Sie auch im Internet finden, um zu sagen, was die Bibel selber den Juden für die Juden sagen müsste. Araber sind auch die Kinder Abrahams. Sie sind die Nachfolger Ismaels. Die Kinder der Ägypterin. Aber Halbbrüder, bleibende Geschwister. Wenn wir das nur benutzen zum Recht haben, uns hat Gott das Land gegeben, versündigen wir uns an Genesis 4, den Worten Gottes an Kain. Menschen, die morgen, werden gar kein Land mehr besitzen können. Sie werden nur noch auf der Flucht vor sich selber unstet und schweifend bleiben. Drum ist die Stadt, die Kain dann gründet, genannt Not, die ewige Flucht. Das ist, was Gott verhängt über Kain. Und er möchte, dass das Totschlagen endet. Wer Kain etwas tut, der kriegt es siebenfach mit Gott zu tun. Gott schützt das Leben gegen die Angst der Menschen vor dem Mörder, damit sie nicht selber zu Mördern werden. Es funktioniert nicht, wie man sieht in der Bibel, aber die Botschaft Jesu besteht genau darin, es wahrzumachen. Dass Gott in Genesis 4 meint, wie erlöst man den Mörder von seinen Minderwertigkeitsgefühlen, von seinem Hass, von seiner Missachtung, die er fühlt, ist die wirkliche Frage der Heilung. Nehmen wir Matthäus 25, die Geschichte von den unterschiedlichen Talenten, das könnte Kain in die Seele gesprochen sein. Immer denkst du, du bist weniger. Schon von den Startbedingungen hast du nicht genug, der andere hat zwei Talente, fünf Talente und du immer zu wenig. Vergrab's am liebsten und mach gar nichts draus. Es ist aber auch möglich, du schaust nicht dauernd in die Horizontale, was macht der andere, ist er größer oder kleiner als du. Du schaust in den Himmel und Gott fragt nicht, ist dein Bruder Abel besser oder geringer,
Er möchte nur wissen, wer bist du als Kain? Lieber Kain, ich wollte dich nicht klonen durch eine Ersatzfigur, die du auch noch bist. Ich möchte dich in deiner Eigenart. Da gibt es überhaupt kein Niedrig und Höher. Mhm. Es gibt nur dich. Mhm. Und das solltest du wahrnehmen als Geschenk aus meiner Hand. Lass die ganzen Eifersüchteleien. Dann müsste man Kain beibringen, dass Gott sein Opfer, das gar kein nötiges Opfer ist, genauso ansieht, mit demselben Ansehen versieht, wie das des Abel. Und die ganze Feindschaft könnte enden. Du hast genauso viel Ansehen wie dein Bruder. Nur Menschen können das nicht glauben jenseits von Eden. Dann sind die natürlichen Unterschiede eine Zerreißprobe auf Leben und Tod. Das Leben ist ungerecht. Der eine ist schöner als der andere klüger als der eine früher geboren als der andere, ist größer, stärker, kräftiger, schneller, alles Mögliche, erfolgreicher. Und schon geht es an. Aus Minderwertigkeitsgefühlen, aus Angst und der Verlorenheit jenseits von Eden kann man nicht mehr glauben, bei Gott ein Ansehen zu haben. Das ganze Opfern ist nur nötig, um ein Ansehen zurückzugewinnen, das man verloren hat. Was muss ich noch tun, dass endlich jemand mich beachtet? Ich produziere das Beste, was ich kann. Ich nutze sie nicht mal für mich selber. Ich lege sie auf dem Altar zum Verbrennen. Es soll dir in die Nase steigen. Lieber Gott, nur schau endlich her. Und dann steht da jemand anders, der steht im Sonnenschein. Dem geht es besser. Der ist verheiratet, man selber immer noch ein Single. Der kriegt Kinder, man selber ist noch einsamer. Der hat Erfolg beruflich und man selber hat nur Schwierigkeiten. Ja, da soll doch der Deibel reinschlagen. Der Kerl steht dem Lichte Gottes wie ein werfender Schatten im Wege. Da muss man ihn ausräumen. In dieser Logik kommen wir nicht weiter. Wir können es nur zurückführen in ein Vertrauen, dass Gott uns möchte und will, ohne alle Opfer, Vorleistungen, Vergleichakrobatien in Konkurrenz. Wir sind wir selber, weil Gott möchte, dass wir sind. Das ist die Erlösung, die Jesus im Neuen Testament bringt. Das kann man finden in der Bibel und auch für sich selber umsetzen, also ja. Dass man sich von Gott geliebt, angeschaut. Ja. Martin Buber, ein Jude, den ich als Theologe über alles schätze, ja, hat geschrieben eine kleine Geschichte zu dem Problem, das Israel gerade hat. Ein Tzaddik kommt ins Land, ein Frommer. Und der spricht ungefähr so wie Einstein, Jahrzehnte davor. Der Zionismus hat überhaupt nur eine Berechtigung, wenn wir als Juden lernen, in dem Land, das wir als unsere Heimat betrachten, heimatlich mit denen umzugehen, die da leben. Das stimmt nicht, wie Herzl gedacht hat, ein Volk ohne Land sucht ein Land ohne Volk. So ist das seit 2000 Jahren nicht. Ja, ja. Seit der Vertreibung unter Hadrian im Bar Kochba-Aufstand leben die Juden in Diaspora und an der Stelle, wo sie waren, alle möglichen. Die Oma-Moschee in Jerusalem ist über 1000 Jahre älter, als je ein Tempel da gestanden hat. Nun kann man nicht kommen und sagen, das ist aber unser Land. Weil vor 2.000, 3.000 Jahren wahrscheinlich, ob Abraham überhaupt gelebt hat, ist unklar. Aber es steht in der Bibel halt, er hat sie ihnen versprochen. So kann man weder historisch denken noch kulturell mit Menschen umgehen. Der Tzaddik bei Martin Buber lernt, dass man ein heiliges Land nur betritt, wie ein Wallfahrtsort. Man muss sich selber heiligen, um ein heiliges Land betreten zu können. Und das Beweisstück ist die Menschlichkeit im Umgang mit den Menschen, die da leben. Ich habe nie gewusst, ich habe 3 dicke Bände Bubers Werke gelesen und gedacht, das ist es jetzt. Ein jüdischer Herausgeber, Abraham Meltzer in Frankfurt, hat 20 Prozesse am Hals gehabt als jüdischer Antisemit. Der hat rausgegeben, schließlich über 1000 Seiten, Martin Bubers Schriften zum Zionismus. Lauter politische Kritiken an dieser Art, den Staat Israel zu militarisieren, zu nationalisieren, eigentlich zu chauvinisieren. Er wollte das nicht. Wir können doch als Juden nicht ein Städtlein gründen, wie wir es überall haben. Als berufenes Volk, als Segen Abrahams für die Völker, müssten wir erfüllen, was in Jesaja 2 steht. Der Zionsberg ist ein Leuchtfeuer für die Völker. Dahin kommen sie, um Menschlichkeit zu lernen. Das ist an uns, wenn wir Gott überhaupt verstanden haben. Bitte lasst uns leben, dass es menschlich stimmt.
Ja, gut, das durfte Christen nicht gedruckt werden in Deutsch, bis Abraham Meltzer, der jüdische Antisemit, es ediert hat. Und dann wurde es auch nicht gelesen, weil es kaum in den Handel kam. Eine der wichtigsten theologischen jüdischen Stimmen im 20. Jahrhundert zum Zionismusproblem wurde einfach wegrationalisiert, verdrängt. Ja. Kann man vorstellen. Er wird ein bisschen ignoriert, auch in Israel. Ja. Es ist aber so, die ganze Bibel ist so. Ja, ja, aber auch wir Christen sollten eine Leuchte für die Welt sein, oder? Erzählen wir es noch im Sinne der Bibel. Es will Josua mit ziemlichem Druck der Militärmaschinerie in das gelobte Land Einzug nehmen. Und es steht im 5. Buche Moses, Deuteronomium, Kapitel 5, wie man das macht. Die Tempel umstürzen, die Altäre vernichten, die Fremden vertreiben. Wo gäbe es einen Gott, der euch Länder und Städte gegeben hätte, die ihr weder besiedelt noch gebaut habt? Außer Jahwe, der Gott Israels. Steht da. So kann man es machen. Aber dann erzählt es sich in Bildern. Josua wäre gar nicht fähig, mit der Bundeslade, die er mitführt, durch den Jordan in das gelobte Land zu kommen, wenn nicht ein Engel im Oberlauf des Jordan ihn innegehalten hätte. Und dann ist es ungefähr so, wie dass er durch den Jordan zurückgeht ins gelobte Land wie das Paradies. Ein Wunder Gottes, ein Heiligtumsart, den kann man nicht erobern. Den kann man nur betreten in göttlicher Ehrfurcht. Und dann muss man alles umschreiben. Nicht Deuteronomium 5, sondern Jesaja 2, Jeremia 31, ein Bund mit allen Menschen ins Herz geschrieben. Vergebung will ich und nicht Opfer. Steht oft genug bei Jeremia. Ist der in meinen Augen einzige Prophet, der die Katastrophe von 587 als geistige Erneuerung interpretiert hat. Man muss ganz von vorne anfangen. Nichts stimmt, es gibt keine Priester mehr, keine Opfer mehr, keinen Tempel mehr, keine Schriftausleger mehr, keine Tradition mehr, keine Ritualien mehr. Aber im Inneren des menschlichen Herzens schreibt Gott dieses Wort, ein neuer Bund, Vergebung. Das ist Jeremia. Es spielt keine Rolle weiter im Alten Testament, weil mit Esra aus dem babylonischen Exil eine ganz andere Redaktion über die Texte hinweggegangen ist. Die träumt von Revanche, von dem großen Gott, der jetzt in Konkurrenz zu den Babyloniern, Persern, Griechen, was auch sonst, eine Macht erweist auf dem Schlachtfeld. Das war nie Jeremia. Und die Stunde des Jeremia, behaupte ich, haben wir heute. Wir müssen das lernen, der neue Bund, das neue Testament, die Botschaft Jesu, was denn sonst? Das Gesetz ins Herz geschrieben, dass man Gott kennt von Herzen und einander nicht mehr belehren muss, weil jeder selber eine Beziehung hat zu diesem Gott und er den Menschen sagt, was sein Wille ist. Dazu sind wir heute. Ja, ich warte auf den Durchbruch. Der Durst Gottes werde er in die Menschen, ein Durst nach Gott werde er zu den Menschen schicken, aber es ist ein wirklich neuer Bund, das ist das Entscheidende. Jeremia muss alles ablegen, was er mal gelernt hat als Priestersohn in Anatot. Das ist alles falsch. Er hat geglaubt an den Bund am Sinai, an die Strafegerechtigkeit Gottes, an die Theologie des Deuteronomiums. Stimmt alles nicht. Gott kann nur vergeben. Es ist zu Ende gestraft. Mehr geht nicht. Ja. Mehr als die Verwüstung Jerusalems, als die Deportation der Oberschicht, kann auch Gott nicht machen. Wenn jetzt die Folgerung daraus gezogen wird, dann ist es ein ganz neues Gottesverhältnis. Das ist keines mehr der Macht, der Schlachtfelder, des Siegs gegen die Babylonier, gegen Nebukadnezar III. Alles Unsinn. Jeremia hat gebetet, dass Nebukadnezar endlich siegt, damit der Spuk aufhört. Die Opferzahlen der Getöteten. Vielleicht will ja Gott Nebukadnezar nehmen, damit Israel endlich mal begreift, wofür es berufen wäre. Aber dann muss es umdenken
Und er, Jeremia, ist der Mann, der es tut. Er schreibt an die Verbannten in Babylon. Er geht selber nach Ägypten. Er sprengt die ganze nationale Fessel. Mhm. Er hat einen Gott, der für alle Menschen ist und im Zusammenspiel der Völker sich erweist in seiner Menschlichkeit und Güte. Das ist das Neue Testament. Nur mal 600 Jahre vor Jesus. Und als man ihn fragt, Matthäus 16, für wen halten die Leute mich? Antworten manche, einige sagen, du bist Jeremia. Mhm. Gar Prophet. Nicht so verkehrt. Der Prophet. Ja, jetzt haben Sie aber lange durchgehalten. Das will ich meinen. Ja. Ich hoffe, Sie können damit leben. Ja, ich danke für diese weiteren Ausführungen, vor allem diese biblischen Bezüge auf das Mission der Christen Israels. Ja, und beten wir, hoffen wir, ja, dass da Gott seinen Geist ausgießt und ja, seine Macht, seiner geistigen Macht, seiner ja, Mission uns gut führt und auf den Weg hilft, als guter Hirte, der uns in Weiden führt. Ich habe den Heiligen Geist, weil er theologisch ja als dritte Person der Dreifaltigkeit dogmatisiert wurde, im Brief an die Römer gerne wiedergegeben mit der Denkungsart Jesus, die heilend ist. Aha. Ich denke, so ist das gemeint. Es ist keine magische Größe, sondern etwas, das sich in uns ereignet. Die Denkungsart Jesu, der Geist Jesu ist das, den er uns gesandt hat. Ja. Und er ist heilend, denn diejenigen, die diesen Geist haben, werden von Paulus als Heilige bezeichnet. Mhm. Das sind sie nicht moralisch, aber wir haben eine gute Chance, integer als Menschen zu leben. Ja, ja. Aber das ist auch der Geist des Vaters. Natürlich. Wenn wir glauben, dass Gott väterlich zu uns ist, haben wir schon den Geist Jesu begriffen. Ja. Wir sind seine Kinder. Ja, ja. Nur der Spuk hier zwischen West- und Ostchristen. Mhm. 1054, wie geht jetzt der Heilige Geist hervor? Mhm. Aus dem Vater und dem Sohn oder aus dem Vater durch den Sohn? 1000 Jahre lang kriegen wir es hin, die Christenheit zu zerspalten an dieser Frage, die kein Mensch versteht. Mhm. Und das ist bitter ernst. Wir hatten Jasenovac, das war ein Konzentrationslager, das von Franziskanerpatres geleitet wurde. Man fragt ein Kind, wie es das Kreuzzeichen macht. Es genügt, dass es so nachmacht, wie es ihm vorgezeigt wird, dann wird es das Kreuzzeichen falsch rum machen. Aha. Dann ist es identifizierbar als orthodoxes Kind, es glaubt falsch. Aha. Und darauf steht die Todesstrafe. In Jasenovac. In der Konzentrationslager war. Im Konzentrationslager, ja, mit Schlachtefeste, wer am anderen Morgen melden könnte, dass er mehr als der Kumpane umgebracht hatte. Mhm. Das geschah unter den katholischen Kroaten, mit Wissen des Papstes Pius XII. Geht alles durch. Mhm. Wenn das der Heilige Geist ist, indem man für ihn mordet, um ihn richtig dogmatisch zu bekennen, ja, fürchte ich, dass wir den Wahnsinn interniert haben, aber nicht den Heiligen Geist. Ja, jedenfalls keinen väterlichen Geist, keinen versöhnlichen Geist, keinen menschlichen Geist, ein Ungeist, ein Quälgeist, ein Verrückten. Was machen wir mit dem Missbrauch unseres wunderbaren Erbes? Wir müssten versuchen, da herauszutreten, indem wir bei dem anknüpfen, was wir selber sehen können. Mhm. Ich gebe es mal wieder, wie mein Vater das gemacht hat. Er war Protestant und war ein einfacher Bergarbeiter. Mhm. Er hat aber geheiratet, eine katholische Frau. Mhm. Und war in der Pflicht, dass seine Kinder katholisch erzogen wurden. Sonst hätte er nie heiraten können. Er musste auch bei einer katholischen Trauung dabei sein. Mhm. Sonst hätte meine Mutter dem nie zugestimmt. Ja. Also kam der protestantische Pastor und fragte, wie er, ein Treppermann, sowas machen könnte. Heiratet katholisch eine katholische Frau. Mein Vater war kein Theologe, aber was er gesagt hat, hat meine Tante mir erzählt. Er hat gesagt, wenn meine Kinder so werden, wie meine Frau schon ist, dann soll es wohl gut genug sein und jetzt raus.
Ich gebe es mal wieder, wie ich meinen Vater zu verstehen meine. Ihr Pfaffen könnt den ganzen Sonntag darüber reden, dass Gott die Menschen liebt. Nur wenn ihr beobachtet, dass zwei Menschen einander lieb gewinnen, ist euch nicht mehr Gott im Herzen, sondern die Einziehungsform der Kirchensteuer. Mhm. Wem gehört sie? Den Protestanten, den Katholiken? Hat das was mit Gott zu tun? Mhm. Was würde Jesus dazu sagen, wenn diese Streitigkeit anhebt? Jesus konnte eine Dirne vergeben, weil sie lieben konnte. Ihr aber könnt keinen Protestanten nachsehen, dass einer Katholikin liebt. Mhm. Du liebe Zeit, wo sind wir denn? Ich habe gelernt, als Protestant hätte mein Vater sagen können, hat aber nicht mehr, dass Luther zum Spott der Katholiken seiner Zeit um 1526, als er eine entsprungene Nonne heiratete und sein eigenes Ordensgelübde brach, natürlich gezeigt hat, was es bedeutet. Als er Philipp Melanchthon 1521 schrieb, Philipp, sündige tapfer. Da sehen wir, wohin die Reformation führt. Aha, aha. Was Luther aber meinte, stimmt das Wort. Wir müssen Gesetze brechen können, wenn sie uns hindern, menschlich zu sein. Ja. Und dann konnte er sagen, eine Frau, die die Windeln ihres Kindes wäscht, betet besser als der Pfaff am Altar. Das ist wie die chassidische Geschichte, wo die Frau eines Rabbiners, als sie das Brot gebetet hat, Gott macht, dass mein Mann im Gottesdienst solche tiefe Gedanken hat, wie ich sie jetzt habe. Genau. Und die Vorbilder Elias, die Witwe von Sarepta, ja, klar, die Brotvermehrung. Sie sehen, wir kriegen die Nacht rum, wenn wir so weitermachen. Ja, das Feuer ist inzwischen gut. Es ist Viertel nach zwölf. Viertel nach zwölf, ja. Wie machen wir es morgen? Mein Zug fährt 8.38 Uhr, den muss ich kriegen. Jawohl. Sonst haben wir den Preisrabatt getan. Ja. Jetzt ist also ich werde vor sieben... gebunden, ich muss den Zug nehmen, sonst ist alles ungültig. Ja. Ich werde vor 7 Uhr aufstehen. Halb sieben ungefähr. Was haben Sie am liebsten zum Frühstück? Ganz wenig. Müsli? Und Käsebutterbrot, ein kleines, mehr nicht. Aha, aha. Kaffee und Käsebutterbrot. Aha. Genügt. Eine kleine Scheibe Brot. Aha. Oh, Sie leben fast wie Nikolaus von Flüe, hä? Bitte? Sie leben fast wie der Nikolaus von Flüe. Der soll scheinbar gar nicht mehr gegessen haben. Das kriege ich noch nicht hin. Kommt vielleicht noch. Ja. Aber ich merke auch, dass ich eigentlich weniger physische Nahrung brauche. Ja. Im Alter ist das wie selbstverständlich. Sie bewegen sich weniger, sie verbrauchen weniger Energie. Alles, was sie überflüssig essen, bleibt natürlich sitzen und das ist nicht gut. Ja, ja. Also es ist eine Notwehr geradezu, dass man die Essensration einkürzt. Ist gut mit dem Wein, oder nehmen Sie? Danke schön, alles gut. Ja. Ich habe hier, wenn Sie das möchten, eine Adresse von dem Mann, der in Indianapolis sitzt, Herr Bayer. Mm. Der hat eine E-Mail-Adresse, dahin können Sie schicken, was Sie wollen, das kriegt er dann. Ja, ich kann ihm... Müssen Sie aber aufschreiben. Hm? Ah, ich muss es abschreiben, ja. Also Sie finden das Gespräch sinnvoll auch für Ihre Webseite. Das ist spannend, unser Gespräch. Da haben viele was von. Ja. Der ist irgendwie Professor oder Pensionierter, oder? Er ist Dozent, ja. Ist er Dozent, ja. Aber Sie haben das ist ein Institut von Bischof Tutu im Übrigen. Aha, ja. Ein Mann, der dafür gesorgt hat, dass in Südafrika Frieden ist. Ja. Und die Bombe der Apartheidspolitik nicht hochgegangen ist, zusammen mit Mandela. Ja. Will man nichts von hören. Hm. Mandela hat den Israelis vor 20 Jahren schon gesagt, für jeden getöteten Terroristen kriegt ihr 10 weitere Terroristen. Ja. Ja, was da noch geht. Doch, da ist Bayer, Deutscher. Bayer.
Er promoviert über meine Theologie. Kommt eigentlich aus der Nähe von Stuttgart. Und der hat ist groß geworden als Methodist, was er heute noch ist. Das Institut ist ein Methodisteninstitut, die sich interessieren für Psychotherapie. Und da macht er jetzt Theologie und Psychotherapie. Ich habe das Publikforum, ich habe überhaupt viel zu viele Zeit, und da gab es mal ein Streitgespräch und da hat er sich irgendwie auch eingemischt oder nicht? Das darf ich vermuten, ich kann mich nicht mehr erinnern. Publikforum hat mich abgeschrieben und ich Publikforum. Die haben jetzt jemanden, der jahrelang Gelegenheit gehabt hätte, meine Theologie zu begleiten und zu begreifen, hat er nie getan. Und jetzt weiß er, ich bin, wie drückt er sich aus, ein Prophet auf dem Holzweg, weil ich habe wirklich gewagt, die NATO zu kritisieren. Also denn das war ja. Und dann noch sogar die Maßnahmen zur Kontrolle bei Corona. Ich habe moniert, dass man jetzt dahin kommt, dass man alle mit einem App verfolgen kann, welche Kollegen sie haben, welche Freunde sie besuchen, mit wem sie Kontakt haben, dass es zum Verbot wird, einander noch die Hand zu geben. Und das alles ist von dem Staat kontrollierbar. Das ist doch nur der Anfang einer Dauerkontrolle. Habe ich behauptet, will er aber nicht hören. Ich habe noch dabei gesagt, wir müssen bedenken, dass wir eine Gesellschaft haben, die gottlos geworden ist. Sie glaubt nicht mehr. Sie fällt zurück in Ängste, für die wir nur noch praktikable politische Antworten benötigen. Und dann sind die Ärzte Götter in Weiß. Wir überfordern sie und sie wissen das selber, weil wir müssen so tun. Wenn natürlich die Charité eine Begutachtung zu einem Krankheitsgeschehen erlässt, ist das verbindlich. Wir müssen der Wissenschaft glauben. Dann habe ich gesagt, genau das darf man nicht. Der Wissenschaft darf man überhaupt nicht glauben. Sigmund Freud hat gesagt, dass die Unwissenheit ist die Unwissenheit. Keinerlei Rechtfertigung, irgendwas zu glauben, geht daraus hervor. Entweder weiß die Wissenschaft durch nachvollziehbare Beweisführungen, wie die Impfung wirkt, welche Nebenwirkungen sie hat, welche Zeiten für ihre Erprobung man benötigt. Oder man erklärt, wir wissen das im Voraus, wir machen es einfach, weil der Staat es will und uns befiehlt. Und weil in Mainz eine Firma sitzt, die daran Millionen verdient. Und weil wir darin ein Exportunternehmen haben für Australien, das wir gerade in Gang bringen. Gottlosigkeit hat Folgen, auch in der Politik. Und ich möchte nicht, dass das so bleibt. Das wurde mir übel genommen im Publikforum. Dann konnte ich nur sagen, macht, was ihr wollt. Wenn ihr es nicht verstehen möchtet, kann ich es euch nicht hinterher tragen. Der Druck auf. Politisch inkorrekt zu sein, ist das mediale Tötungsurteil in Deutschland heute. Die werden vernichtet. Die Tage hatte Frau Krone-Schmalz, eine Journalistin, die für die Entwicklung Russlands, Putins. Ja, ich habe viel von ihr gehört. Die hat einen Preis bekommen in Leipzig und ich hatte eine Rede dafür zu halten. Da war genau dies das Thema. Verstehen zu wollen ist ein Vorwurf. Man hat Putin nicht zu verstehen, verdammt nochmal. Man redet und quatscht nur das logische, verlogene Narrativ des Diktators nach. Das darf man nicht. Und wenn dann noch eine Journalistin kommt, die erklärt, wir hätten das verhindern können, er hätte es sogar anders gewollt, wir wären es selber in Schuld, kommt sie in kein deutsches Studio mehr, ist doch logisch. Da hat sie nichts verloren. Also ich erschrecke über die Videos aus Deutschland, vom ZDF, Kiesewetter. Na klar, da kommen die richtigen Leute. Frau Strack-Zimmermann von der FDP, ist doch wirklich... Wir kriegen nicht genug Krieg, wir müssen das nur riskieren. Ich weiß nicht, wie viel die sich überhaupt mal mit Russland beschäftigt haben. Oder ob das wirklich, das ist schon ihr Ernst. Sie können nicht anders. Ich kenne die Leute nicht persönlich. Frau Krone-Schmalz habe ich jetzt kennenlernen dürfen. Frau Gero, ebenfalls eine Frau, die nicht mehr... sprechen darf, weil sie sagt, Europa muss selbstbewusst den USA gegenübertreten, was wir miterleben, ist eine Kulturzerstörung im Erbe der Vereinigten Staaten von Amerika. Die lassen nicht zu, dass Europa eine eigene Stimme hat. Darf sie nicht sagen. Sie begründet das sehr gut. Aber verboten. Lehrstuhlentzug. Gerade so. Ulrike Gero.
Solche Leute lerne ich natürlich persönlich kennen und die mag ich. Hm. Aber wir haben ihnen Kontaktschuld inzwischen. Wenn sie mit Verkehrten reden, können sie gesagt haben, was sie wollen. Es ist schon falsch, weil sie mit dem ein Interview gemacht haben. Mhm. Ja. Vorwurf im Publikforum. Ich habe geredet mit Ken Jebsen. Dann konnte ich dahin schreiben, ich habe wirklich mit Ken Jebsen geredet. Nämlich eine Friedensdemo vor dem Amtssitz von Herrn Gauck als oberster Staatsbeamter in der Bundesrepublik West in den Weihnachtstagen. Und habe ihn daran erinnert, dass er mal Pfarrer war im Ostgebiet der alten Deutschen. Also wer der Republik. Er war mal Theologe und Pfarrer und redet für den Krieg. Und dann habe ich daran erinnert, die Weihnachtsbotschaft will ein ganz anderes. Hören Sie, Herr Gauck, erinnern Sie sich, was die Menschen mal gepredigt haben in den Weihnachtstagen. Jetzt ist wieder Weihnachten. Und reden Sie nicht zu Neujahr, wir müssen uns weiter bewaffnen. Wir müssen Opfer bringen im Krieg. Wir müssen uns verteidigen. Hören Sie damit auf. Das habe ich zu Herrn Jebsen gesagt. Aha. Und was ist daran falsch? Dass ich Herrn Jebsen gesagt habe, Herr Jebsen hat auch eine Rede in Rammstein aufgenommen, die er für eine Jahrhundertrede hielt. Und das war natürlich ganz schlimm. Wenn man nicht mehr mit Menschen reden darf. Ja. Das habe ich gesagt bei der Rede, die moniert wurde. Jesus ist gekommen und hat sich auseinandergesetzt mit Leprakranken, Aussätzigen und keine Kontaktscheu dabei begangen. Mit Zöllnern und Sündern, mit Birnen, die er hätte verstoßen müssen. Er hatte keine Kontaktscheu, wenn es um Menschen ging. Und das sollten wir doch lernen, auch in Corona-Zeiten, im Umgang miteinander. Es kann doch nicht sein, dass wir schon einen Fehler machen, wenn man mit bestimmten Menschen redet. Ich zum Beispiel kann nur gerade stehen für das, was ich dann sage. Und dass ich dem anderen sagen möchte, ist Teil meiner Menschlichkeit. Ich möchte ihn zurückgewinnen, egal wo er herkommt. Ich bin Seelsorger, was denn sonst? Ja, ich muss nicht als Prophet erscheinen im Publikum. Ich möchte nichts weiter als für Menschen menschlich Seelsorge treiben. Geht nicht, darf man nicht. Mega out. Gut. Ja, ich bin gespannt, wie man in 20, 30 Jahren über diese Zeit spricht. Das weiß ich auch nicht. Bis dahin bin ich nicht mehr unter den Lebenden und weiß es besser. Wenn ich ehrlich bin, möchte ich die Entwicklung, die gerade anläuft, auch nicht bis zum Ende miterleben. Es gibt keine Aussicht, die wollen das so. Stoltenberg, Chef der NATO, erklärt, das wird noch Jahrzehnte so weitergehen. Die wollen den Kalten Krieg in voller Front und Ausdehnung. Und Russland ist nur der Anfang, danach kommt China. Nur weil es der Hegemonialmacht Amerikas entgegensteht. Ich bin da immer wieder erstaunt, dass ein Stoltenberg, so ein schöner, strammer Mann. Er war in Norwegen mal ein vernünftiger Politiker. Aha. Ja, hätte ich auch gedacht. Ja, und der Scholz. Ist einer der schlimmsten heute. Der Scholz, der hat lange gekämpft, dass Nord Stream 2 offen bleibt. Und Frau Merkel hat dafür gekämpft. Ja, aber der Scholz am Anfang auch. So wie es ging, ja. Typisch. Nord Stream 2 gibt es nicht mehr und vor, ich glaube, 3 Tagen hat die schwedische Regierung erklärt, dass die Untersuchungen beendet sind. Ja. So ist nichts passiert. Ja. Man könnte ja darauf kommen, dass Amerika dahinter steht. Um Gottes Willen, geht gar nicht. Nichts ist passiert. Wir können es nicht aufdecken. Es ist, bleibt im Meer ein Geheimnis, das versunken ist. Das hat die NZZ gleich schon am dritten Tag danach berichtet. Man wird nie herausfinden, wer es war. Ja. Das war schon von Anfang an klar. Sam Marash, der damals eine Menge Dinge aufgedeckt hat, zum Beispiel die Watergate-Affäre, hat en Detail eine Theorie entwickelt, wie die Sprengung zustande kam auf amerikanische Weisung. Höchst plausibel. Ja. Muss man nicht nachforschen. Im Deutschen Bundestag nicht mal eine Sitzung darüber. Darf man nicht. Es ist unsere Pipeline. Die hat Russland über 3 Milliarden Dollar gekostet, um sie zu bauen. Wird in die Luft gejagt, uns fehlt das Erdöl. Wir müssen es
gibt Frackinggas von Amerika über den Atlantik transportieren, eigene Terminals in Wilhelmshaven anlegen. Das Ganze ist dreimal so teuer und umweltschädlich, aber wenn es aus Amerika kommt, ist es doch ein gutes Gas. Wir dürfen von Russland nicht abhängig sein. Tja, wenn man wirtschaftlich miteinander verkehrt, ist man voneinander angewiesen. Und ist nicht freundlich zueinander. Man tut sich schwer, da noch Krieg zu führen. Ja, ja. Das ist das Einzige. Wer Krieg will, muss auch den Handel unterbinden. Logo. Mhm, die Seidenstraße stoppen. Ja, ja. Und so weiter. Ich freue mich über einen spannenden, interessanten, langen Abend. Ja, danke. So. Also die Kamera hat den Geist abgegeben. Also die, da tut sie gut. Die Speicherplatte ist voll. Und wie jetzt? Sie wecken mich die 6:30 oder sowas? Ja. Ja. Okay. Sie haben keinen Wecker? Nein. Aha, okay, dann bin ich voll verantwortlich. Okay. Genügt, wenn Sie kurz klopfen, ich bin dann da. Ja, ja. Ich werde noch mit dem Hund laufen gehen. Dann kriegen Sie eine kurze Nacht. Ja, ja. Also ich gehe normalerweise um 3 und schlafe bis 11.